Menschheitsgeschichte ist mit Kriegen durchzogen. Wir haben andere über Jahrhunderte bekämpft. Es ist in unserem Blut und wir sind gut darin. Also geht los und lasst sie bereuen, dass sie jemals existiert haben. Ja, Leute, das ist ein neues, großes Projekt. Diesmal kein Super Mario, sondern ein Ego-Shooter. Um ehrlich zu sein, mein allererster Ego-Shooter. Für 2,50 Euro in einem Laden gekauft. Und ja, er ist ab 18, meine ich. Oder 16, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Nee, ich glaube, es war 16. 18 habe ich mich dann doch nicht getraut, es zu kaufen alleine. Ja. Gucken wir uns die Credits an. Ha, ha, ha. Doch nicht. Ihr zeigt keine Reue, wenn euer Feind in Agonie sterbend zu euren Füßen liegt. Ihr zeigt keine Gnade, wenn sich euer Feind vor euch windet und um sein Leben bettelt. Ihr zeigt kein Bedauern, wenn die Familie eures Feindes für Informationen gefoltert wird. Unsere Spezies verlässt sich auf euch. Also geht und tilgt sie aus den Geschichtsbüchern. Ja, wie ihr schon hört, der Sprecher, der bringt immer so ganz coole Sprüche. Das Spiel ist schon was älter, von 2004, meine ich. Ja, zur Story. Das Raumschiff, was ihr da gerade seht, ist die USS Darwin. Das ist das letzte Raumschiff der Menschen, denn die Erde wurde erobert von den Breed. Das sind Alien-Roboter, sage ich jetzt mal so. Teils biologisch, teils Roboter. Ja, und unsere Aufgabe steht jetzt darin, quasi die Erde zurückzuerobern. Ob im Weltall oder auf der Erde. Ja, los geht's. Optionen, habe ich noch irgendwas hier? Mal gucken, wie die Steuerung ist. Charaktersteuerung, passt. Grafik, alles schön, glaube ich. Einzelspieler. Ja, wir machen einfach was Neues. Neuer Commander, wir nennen uns... Ja, wie nennen wir uns? YouTube. YouTuber. Oh. YouTuber. YouTuber. Ja, und wir machen es auf voll drauf, auf der mittleren Schwierigkeitsstufe. Es gibt auch noch Warmduscher und gibt alles, aber wir machen voll drauf, weil sonst wird es zu hart. Commander benutzen. Ja. Jetzt gibt es zwei Tutorial-Level. Die sind aber total langweilig, deswegen fangen wir mit der ersten Mission einfach direkt an. Falls ihr die Tutorials sehen wollt, dann sagt mir Bescheid. Was für ein blöder Sound. Egal. Los geht's. Ja, erste Mission. Sie heißt Contact. Wegpunkte werden geladen, Fahrzeuge werden geladen, Ausrüstung wird geladen, Auswahl Grants. Bitte um Starterlaubnis. USC Darwin. Im Erdorbit. 7 Uhr. Starterlaubnis erteilt. So, da hat das Spiel schon verkackt, als der Typ gesagt hat, Starterlaubnis erteilt. Und diese Feuereffekte sehen auch scheiße aus. Die Mission sollte einfach sein. Findet das Backup der taktischen Daten in unserer ehemaligen Basis Fort Delta. Geheimdienstberichte weisen darauf hin, dass die Originale während des Angriffs vernichtet wurden. Die Backups befinden sich irgendwo auf der Insel. Weiteren Berichten zufolge sind die Breach stark in der Überzahl, aber wir haben das Element der Überraschung auf unserer Seite. Hohoho, das Element der Überraschung, wer könnte das sein? Ich würde sagen, das sind wir. Darf ich vorstellen, deine Gruppe? Scharfschütze? Soldat? Waffenspezialist? Bemanne die Übergang und zerstöre die Radars, bevor diese Zinnköpfe die Zeit finden, um das Landungsschiff zu scannen. Wir wollen unseren Vorteil doch nicht verlieren. Ups. So, das machen wir. Also zu unserer Gruppe ist zu sagen, sie wird uns nicht helfen. Wir könnten eigentlich alle töten.
Sie haben ihr Frühwarnsystem verloren und wir können Ruhe aufsetzen. Also ich muss sagen, ich bin nicht wirklich gut in so Ego-Shootern. Aber mal gucken, wie es wird. Ja. Gucken wir mal uns das Raumschiff an. Geh zum Kontrollraum der Radarschüssel und finde das Backup. Seht ihr, wie die Radarschüssel da fliegt? Punkt, der auf deinem HUD angezeigt wird. Die Radarschüssel fliegt in der Luft. Da ist der Pilot. Bam. What the fuck, was liegt denn da hinten? Jetzt geht's los. Geile Musik, sage ich euch, Leute. Jetzt. Vorbereiten zum Aufstieg. Wähle ein Teammitglied. Gruppe, bewegt euch zu Wegpunkt 1 und sichert die Umgebung. Erstmal zeige ich euch ein nettes Easter Egg. Und zwar, wo ist das hin? Die roten Punkte zeigen an, dass sie das Team dir nicht folgen kann. Hier sind nämlich CDV-Ligen vom Publisher von diesem tollen Spiel.